Ich sage mal so, das ist irgendwo Fluch und Segen zugleich. Thema Preisgestaltung. Oft kriege ich die Frage gestellt, wie gehst du da um mit der Preisgestaltung oder was ist die perfekte Preisgestaltung für mein Business, für meine Fotografie, für meine Videografie. So, Preisgestaltung ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Ich sage mal so, das ist irgendwo Fluch und Segen zugleich, weil du hast natürlich die Freiheit, selbst deine Preise zu kreieren, aber du hast natürlich auch die Freiheit, beziehungsweise du weißt ja gar nicht, was jetzt eigentlich viel, was wenig ist, du bist ganz neu im Markt, du testest dich ran. Es sind halt viele, viele Faktoren, die einfach miteinander mitspielen und wo du halt vielleicht am Anfang oder auch wenn du schon weiter bist und jetzt sagst, hey, ich bin da jetzt ein bisschen festgefahren in meinen Preisen, mache das nur meine Shootings für 500, 600 Euro, ab und zu verkaufe ich auf Shootings für 2000 Euro, aber würde da jetzt auch wirklich gern meine Preise erhöhen. So, und dann weißt du einfach nicht, was kann ich da anbieten, wie schaut das aus und so weiter und so fort. So, ich habe einmal von einem sehr guten Coach, den ich damals auch gehabt habe, gelernt, so Preise, Geld, das ist wie Feenstaub. Das ist eigentlich im Endeffekt irgendwas Erfundenes. Natürlich, der Preis steht immer mit Angebot und Nachfrage. Und die Sache ist halt, okay, welchen Wert willst du diesen Preis oder welchen Wert willst du diesem Produkt, dieser Dienstleistung geben? Wert und Preis ist auch wieder was ganz anderes. So eine Dienstleistung, zum Beispiel vorher habe ich ein Coaching gehabt mit einem Videografen von mir, der hat mir da erzählt, dass er bei einem Kunden oder bei einer Kundin war, die für ein Imagevideo, glaube ich, um die 10.000 Euro quasi ausgegeben hat. Das ist der Preis, 10.000 Euro. Der Wert von diesem Imagevideo, hat es aber gesagt, ist irgendwie mehrere hunderttausend oder fast 1 Million Euro wert. Weil durch dieses Imagevideo zum Beispiel Kunden überzeugt werden und dann quasi diese Beratung, dieses Coaching, diese Dienstleistung, was dann dieser Kunde anbietet, schneller und einfacher bucht. Das heißt, Preis und Wert sind schon wieder mal zwei verschiedene Komponenten. Im besten Fall bietest du einen Preis, also eine Dienstleistung, die einen gewissen Preis hat und extrem hohen Wert. Dass der Wert einfach extrem den Preis übersteigt. Das ist eigentlich das Optimum. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel ein Paar-Shooting hast und das bietest du jetzt für 500 Euro an und das Paar-Shooting hat aber für dieses Paar, weil die sich ewig lang gesehnt haben nach professionellen, schönen Paarfotos, aber einen viel höheren Wert als diese 500 Euro. Und das ist dann gut, weil das ist dann eine Win-Win-Win-Situation. Du hast gewonnen, weil du hast Geld verdient. Der Kunde hat gewonnen, weil der Kunde hat endlich dieses Shooting, diese Fotos, die ihm auch wirklich Spaß machen. Und alle sind happy. Und die dritte Win-Situation, du wirst sogar noch weiterempfohlen, wenn du gute Arbeit machst. Jetzt ist es aber so, die meisten Fotografen, Videografen, die strugglen dann irgendwo. So gerade bei dem Punkt, wo sie dann sagen, ja, ich würde gerne meine Preise erhöhen, aber wie schaut das aus? Wie schaut die optimale Preiskalkulation, Preisstruktur aus? So, das ist, im Endeffekt gibt es da jetzt kein richtig oder falsch. Es gibt nur ein, okay, wofür gehst du noch raus fotografieren? Für wie viel Geld nimmst du deine Kamera noch in die Hand? Für wie viel Geld aber auch nicht mehr? Dass du einfach eine klare Grenze ziehst und sagst, hey, ich entscheide mich jetzt einfach, ich will 5.000 Euro pro Auftrag zum Beispiel haben. Dann musst du dich fragen, okay, als Erster, ja, okay, ich will 5.000 Euro pro Auftrag haben. Welche Personen bzw. welche Dienstleistung kann ich welchen Personen bieten und welches Problem lösen? So, das heißt, du gehst nicht so, okay, ich habe jetzt die Dienstleistung Fotografie, und will jetzt Hochzeiten fotografieren und dann sage ich, was kann ich dafür verlangen, sondern du gehst den anderen Weg, immer vom Ziel weg quasi. Ziel ist 5.000 Euro pro Auftrag. Dann fragst du dich, okay, welche Personen können so einen Auftrag auch finanzieren bzw. bezahlen? Welche Personen sind in der Lage, 5.000 Euro pro Auftrag zu bezahlen? Da gibt es 1, 2, 3, 4, 5 zum Beispiel. Verschiedene Zielgruppen oder auch mehr. So, und dann fragst du dich einfach, okay,
diese Personen könnten diesen Auftrag bezahlen. Welche Probleme haben diese Personen? Vor welchen Herausforderungen stehen sie? Und wie kann ich diese Herausforderungen mit meiner Kamera, mit meinen Skills und Fähigkeiten lösen? Und das ist quasi der Clou hinter der ganzen Preisgestaltung. Du bist selbstständig und du kannst selbst deine Preise definieren. Du kannst selbst sagen, okay, ich gehe nur mehr raus fotografieren, wenn mir der Kunde 1000 Euro oder mehr auf die, im Endeffekt quasi überweist. Ob das jetzt vorher oder nachher ist, ist jetzt einmal dahingestellt, ist ja egal. Aber du kannst selbst entscheiden, für wie viel Geld du noch rausgehst, um zu fotografieren oder ein Video zu machen. Und das ist der ganze Punkt dahinter. Weil es ist deine Entscheidung, ob du jetzt einen Kunden für 500 Euro gewinnen willst oder für 5000. Die meisten reden sich aber dann raus und sagen, ja, meine Kunden zahlen ja nicht mehr oder das oder jenes. So, dann hast du vielleicht nicht die richtigen Kunden. So, wenn du dann aber sagst, ja, ich will aber keine anderen Kunden, so, dann musst du halt einen Kompromiss einfahren. Dann musst du halt einfach sagen, okay, ich will diese Kunden haben, die anderen Kunden nicht. So, aber das ist dann deine Entscheidung. Und wichtig für dich ist einfach, dass du Klarheit über dich, dein eigenes Business hast, dass du einfach genau weißt, okay, was bietest du an, zu welchem Preis, welche Konditionen, zu welcher Person bietest du das an? Du bietest das Angebot nicht jeder Person an, sondern du bietest dieses Angebot nur gewissen Personen an. Und das ist einfach wichtig zu verstehen. Wenn du das verstanden hast, dann wird die Selbstständigkeit wirklich erfolgreich bei dir. Wenn du das nicht ganz verstanden hast, auch kein Problem. Wir können da gerne mal 1:1 auch drüber sprechen. Deswegen biete ich auch immer wieder so kostenlose Strategiegespräche an. Davor, bevor wir so eine einstündige kostenlose Strategiesession haben, gibt es ein Erstgespräch. Da finden wir einfach heraus mit ein paar Fragen, ob das grundsätzlich jetzt schon in Frage kommt oder erst später. Und wenn das jetzt schon in Frage kommen sollte, dann machen wir sich einfach einen Termin aus. Du kriegst eine Stunde for free, feinsten Content von mir. Wir gehen da einfach Schritt für Schritt alles durch bei dir. Und ja, dann kannst du dich selbst entscheiden, ob wir den ganzen Weg weiter miteinander gehen oder ob du das einfach das Gelernte umsetzt für dich. In dem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg auf jeden Fall und wünsche dir einen schönen Tag. Dein Elias.